Hallo, mein Name ist Michael. Ich erzähle euch jetzt 7 Lügen und eine Wahrheit über mich. Und wer Lust hat, kann doch in den Kommentaren mitraten, welches die Wahrheit ist und welche die Lügen sind. Los geht's! Meine Mutter ist Spanierin und daher kommt auch mein feuriges und leidenschaftliches Temperament. Mein richtiger Vorname lautet nicht Michael. Ich habe einmal einer Freundin bei einem Kunstfilm ausgeholfen und habe mitgespielt, und als ich dann ans Set gekommen bin, habe ich gemerkt, dass es sich eigentlich um einen Softporno handelte. Das heißt, irgendwo da draußen im Internet gibt es jetzt ein Tape von mir, wo ich frei herumlaufe. Als Kind war ich Handmodel. Ich habe einen Busführerschein. Ich besitze nur ein paar Schuhe und die trage ich so oft, bis sie zerfallen, und dann kaufe ich ein neues. Und ich kaufe immer das gleiche Paar Schuhe, und das sind diese Doc Martens. Ich bin zwar laktoseintolerant, aber esse dennoch gerne Käse, weil es mir einfach egal ist, was dann passiert. Ich lebe zwar in Österreich, wurde aber nicht in Österreich geboren. Na, ihr Füchse? Welches war die Lüge und welches war die Wahrheit? Ja! Erratet es doch in den Kommentaren. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ciao.